Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Ich könnte jetzt an dieser Stelle über einzelne Haushaltsposten referieren und sie kritisieren. Doch würde das wenig Sinn machen, denn es sind weniger einzelne Posten. Es ist das Gesamtkonzept, in dem der Einzelplan 11 eingebettet ist, das wir kritisieren. Ich möchte dazu mit einem Zitat von Frank-Walter Steinmeier vom 19.11.2013 beginnen. Er sagte vor dem BDA, ich zitiere, nachdem wir das alles durchgerungen haben, uns haben beschimpfen lassen dafür, auch Wahlen verloren haben dafür, müssen Sie sich jetzt nicht vorstellen, dass wir das, was den ökonomischen Erfolg in dieser Republik begründet hat, nachträglich auf irrsinnige Weise in Frage stellen. Also wenn es nicht so ernst wäre, könnte man bei der Betrachtung der gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse vermuten, dass Herr Steinmeier gerade mit der Schlusspointe sein Kabarettprogramm beendet hat. Leider aber ist dies sehr ernst gemeint. Es ist der O-Ton eines SPD-Spitzenfunktionärs. Wieder und wieder werden die Wohltaten der Agenda 2010 gelobt. Und mit Blick auf die Statistiktricks der Agentur für Arbeit könnte man sogar mutmaßen, diese Politik sei erfolgreich gewesen. Doch die Bilanzen der führenden Sozialverbände und die Armutsberechte sprechen dagegen. Für viele Menschen ist der Sturz in Hartz IV die Armutsfalle, aus der sie ihr Leben lang nicht mehr herauskommen. Vollzeit arbeitende Menschen können von ihren Löhnen nicht leben und müssen Transferleistungen beziehen. Mich kotzt dieses schreibtischtäte Achselzucken regelrecht an. Alles richtig gemacht? Ja, vielleicht. Doch es gibt nichts Richtiges im Falschen. Die Agenda 2010 hat eine automatisierte Lohndrückerpolitik hervorgerufen. Wer will diesen Zusammenhang bezweifeln? Wo sind die neuen Ideen und Visionen unserer reichen Wohlstandsgesellschaft? Warum erlauben wir uns ein Prekariat, in dem Vollbeschäftigung keine Existenzsicherung erlaubt? Hannelore Kraft hatte im Jahr 2007 ja schon Visionen beschrieben. Im Deutschlandradio antwortete sie auf die Frage nach einer Perspektive für Langzeitarbeitslose. Ich zitiere, wir nennen das sozialer Arbeitsmarkt. Ich glaube, dass eine Menge zu tun ist in unserer Gesellschaft und dass es sinnvoll ist, nicht nur über 1-Euro-Jobs befristet solche Chancen zu gewähren. Mit dem 1-Euro-Instrument geht das nicht. Wir brauchen dafür einen geregelten sozialen Arbeitsmarkt. Zitat Ende. Stimmt, die Ministerpräsidentin hat recht. Denn eine Möglichkeit wäre es sicherlich, einen sozialen öffentlichen Beschäftigungssektor zu schaffen. Ich sehe ihn nur nicht. Allerdings würde ich gerne mal darüber ergebnisoffen diskutieren. Es gibt so viele Fragen. Sind die sogenannten Qualifizierungsmaßnahmen wie das vierte Bewerbungstraining wirklich erfolgreich? Oder geht es hier nicht doch nur um das Beschönigen von Statistiken? Die Grundfrage ist doch, wie kann eine soziale, demokratische Gesellschaft bei unseren Möglichkeiten denn aussehen? Unsere Vision ist die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und ich bin gerne bereit, Ihnen vorzurechnen, dass dies einerseits finanzierbar ist und sogar rechenbares Einsparpotenzial birgt. Bei wahrem Interesse können Sie jederzeit gerne Termine mit meinem Büro vereinbaren. Uns Piraten geht es um ein würdevolles Leben aller Menschen. Und jeder weiß, dass dies ohne finanzielles Grundrauschen nicht möglich ist. Hier kann die Philosophie der Menschenrechte mal praktisch werden. Einem bedingungslosen Grundeinkommen sollten folgende 4 Kriterien zugrunde liegen. Es soll die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, einen individuellen Rechtsanspruch darstellen, ohne Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt werden und keinen Zwang zur Arbeit beinhalten. Ein so gestaltetes, garantiertes Grundeinkommen setzt konsequent um, was unsere Verfassung fordert. Ein einzelnes Verlesen der Artikel 1 Absatz 1, 2 Absatz 1, Artikel 6 Absatz 5 und Artikel 12 1 bis 3, die durch ein bedingungsloses Grundeinkommen fundamental gefestigt würden, erspare ich mir. Ich nehme an, ich hoffe,
dass Ihnen die Artikel bekannt sind. Lediglich in der konsequenten Auslegung wird es wohl Gesprächsbedarf geben. Wie Sie sich sicher denken können, bin ich, was die ersten 19 Artikel unseres Grundgesetzes angeht, ausnahmsweise Fundamentalist. Wir sollten alle Fundamentalisten sein, was dies angeht. Lassen Sie uns ein bedingungsloses Grundeinkommen bitte auch mal ernsthaft diskutieren. Das ist keine Sozialträumerei, sondern machbar. Vielen Dank. Herr Dr. Herr Abgeordneter Wegener, ich bitte Sie noch einen Moment hier zu bleiben, an Ihrem Platz. Ich möchte darauf hinweisen, dass Herr Dr. Stamp eine Kurzintervention beantragt hat und die wird durchgeführt. Und dann habe ich die herzliche Bitte, Herr Kollege Wegener, dass Sie bei der Auswahl Ihrer Formulierungen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind. Ich möchte das jetzt nicht wiederholen, aber ich glaube, das war nicht ganz angemessen, diese Formulierung. Ich möchte Ihnen das hier mitteilen. Und nun haben wir die Kurzintervention und dazu hat das Wort Herr Dr. Stamp. Vielen Dank, Herr Präsident. Sie haben es mir im Grunde genommen weitestgehend vorweggenommen. Herr Wegener, dass Ihnen sich möglicherweise intellektuell nicht erschließt, was bestimmte Notwendigkeiten von Reform bei der Agenda 2010 waren, das sei ja dahingestellt. Aber ich möchte sagen, dass ich es unglaublich finde, unglaublich, dass Sie Herrn Steinmeier hier als Schreibtischtäter bezeichnet haben. Und ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, das hier auch öffentlich wieder zurückzunehmen. Ich habe, wenn Sie Herrn Steinmeier jetzt mit in diese Personengruppe, weil das ist mehr eine Personengruppe, die ich dort angesprochen habe, hineinnehmen, ja, hatte ich jetzt gar nicht mal so sehr bei der Rede gedacht, sondern mehr oder weniger ist es das Tun der derzeitigen Landesregierung, dafür möchte ich mich dann auch entschuldigen, wenn es unangemessen gewesen sein soll, so zu tun, als wenn alles richtig ist. Möglicherweise habe ich jetzt auch eingeräumt, ja, es ist schon möglich, dass Sie im Rahmen der Möglichkeiten das Richtige tun, nur die Rahmen sind leider so katastrophal und die hat zumindest die Partei, die derzeit auch hier die Regierung oder beide Parteien, die hier derzeit die Regierung stellen, auch die Rahmenbedingungen mit zu verantworten und deswegen kann ich Sie auch dort nicht aus der Verantwortung nehmen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die